Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie beim ersten Programm. Wenn Sie Freude an alten Filmen haben, dann sehen Sie gleich nach dieser kurzen Übersicht den Spielfilm Dr. Holl, mit dem wir unsere Reihe Deutsche Liebespaare abschließen. Um 21.55 Uhr folgt dann eine neue Ausgabe des ARD-Wirtschaftsmagazins Plus Minus und danach um 22.30 Uhr die Tagesthemen, heute wie an jedem Freitag mit dem Bericht aus Bonn. Um 23 Uhr zeigen wir Ihnen noch einmal den Tatort-Krimi Usambara-Veilchen. Gustav Gustl Beierhammer spielt den Kriminalhauptkommissar Feigl, der seinen letzten Mordfall aufzuklären hat, ehe er in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Zum Programmschluss um 0.30 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau mit einem Nachrichtenüberblick. Meine Damen und Herren, Dieter Borsche und Maria Schell, die Anfang der 50er Jahre zu den beliebtesten Traumpaaren des deutschen Kinos zählten, spielen die Hauptrollen in dem Spielfilm Dr. Holl. Die dramatische Liebesgeschichte zwischen einem selbstlosen Mediziner und einer schwerkranken Patientin entstand 1951 in Schwarz-Weiß. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Tonqualität teilweise unseren heutigen Qualitätsansprüchen nicht mehr entspricht.